Der Untertitel des Streichtrios mit Ringmodulation Klang auf Schönberg La Montaigne von Wolfgang von Schweinitz lautet Stimmübung im Lobgesang. Während der Dauer der langgezogenen Streicherklänge können die Obertonspektren durch feinste Veränderungen der Tonhöhe mit dem Ziel verschweißt werden, einen speziellen, definierten und benennbaren Klang herauszuarbeiten. Der Ringmodulator ist dabei gewissermaßen der Detektor der harmonischen Reinheit. Seit einigen Jahren sind Stimmung und Intonation ins Zentrum des Werks von Wolfgang von Schweinitz gerückt. Im Laufe seiner im Alter von 18 oder 19 begonnenen Kompositionslaufbahn, Schweinitz wurde 1953 in Hamburg geboren und hat unter anderem bei George Ligeti studiert, hat es sich für ihn als notwendig herausgestellt, Fragen der klanglichen Präzision von Harmonie systematisch anzugehen und auch die Diskussion über Stimmungssysteme wieder aufzunehmen. Das führte zu einer neuen Interpretation der Mikrotonalität, und zwar im Sinne einer weit über die 24 Dur-Moll-Tonarten hinausgehenden Harmonik. Das Thema dieser Sendung ist die Plain-Sound-Symphonie, die im Herbst 2005 vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks uraufgeführt wurde, ein vorläufiger Höhepunkt der Mitte der 90er Jahre begonnenen Schaffensphase. In ihr konvergieren die Erfahrungen aus jahrelangen Übungen und Forschungen über die klanglichen Binnenstrukturen mikrotonal organisierter Harmonie. Trotzdem soll zunächst von weniger komplexen Werken die Rede sein, die das Opus Magnum gewissermaßen vorbereiten. Gegenüber den rauschenden Akkorden, wie sie mit der temperierten Skala des modernen Klaviers dargestellt werden, wäre auch die klassische Harmonie in harmonischer Intonation ein mikrotonal organisiertes Klangereignis. Also, was heißt Harmonie? Bei dieser erfahrungsgemäß nicht ganz überflüssigen Begriffsklärung schließt sich von Schweinitz La Montaigne an. Harmonie ist periodischer Schall. Dass tatsächlich die Schwingungsverhältnisse der verschiedenen Töne, die meinetwegen gleichzeitig klingen, so präzise aufeinander abgestimmt sind, dass sie ganzzahlige Brüche darstellen. Das heißt, dass die Wellen der verschiedenen Töne in einem Rhythmus ablaufen, sodass, wenn die eine Welle dreimal ihre Wellenbewegung durchgemacht hat, hat die andere Welle genau in der gleichen Zeit 5 Perioden durchlaufen. Sodass es dann gleich auch eine Metaperiode gibt, nämlich genau die Zeit, die eine Welle braucht, um dreimal sich zu bewegen, die andere 5-mal. Und das ist dann eigentlich ein Fundamentalbasston, sozusagen die Periodizität der Addition dieser beiden Wellenkurven. So, und dann sieht man schon gleich, jede Harmonie hat einen Grundton tatsächlich. Also es tauchen plötzlich wieder bei dieser akustischen Betrachtung des mikrotonal präzisierten Tonmaterials plötzlich altbekannte Begriffe wieder auf. Nicht nur das Wort Harmonie, sondern zum Beispiel auch so ein Wort wie Grundton. Man hat über Fragen der Stimmung in der europäischen Musik gestritten, seit es entwickelte Zivilisationen gibt. Schon zu Zeiten Pythagoras und Platons wurde sie unter mathematischen wie unter philosophischen Gesichtspunkten betrachtet. Die heftigsten Diskussionen begannen Ende des 17. Jahrhunderts nach der Einführung der zunächst wohltemperierten, später gar gleichschwebenden Stimmung, die es unter Ausnutzung der Toleranz des Ohres gegenüber einer leichten Verstimmung Tasteninstrumenten ermöglichte, zwischen den Tonarten zu modulieren. Dabei gehen die klanglichen Effekte einer reingestimmten Harmonie verloren. Wer aber jemals Streichquartette von Beethoven und sogar Brahms in einer harmonisch rein intonierten und natürlich vibratolosen Interpretation gehört hat, denn das Vibrato ist ein Verstimmungsakt, wird überzeugt sein, dass die farbige, ausdrucksvolle, einer Naturerfahrung der Erhabenheit ähnliche Klangkraft unbedingt den Intentionen der Komponisten entsprochen haben muss und die Aspekte, unter denen dies aufgegeben werden konnte, keine ewige Gültigkeit haben können. Im Berliner Musikinstrumentenmuseum steht ein Orthotonophonium, ein Harmonium, dessen Tastatur pro Oktave 53 bzw. 56 Tasten aufweist und auf dem es von fast jedem Ton aus möglich ist, reine Terzen, Quarten, Quinten und Oktaven zu spielen. Von Schweinitz hat im Jahre 2001 für dieses Instrument Wagners Tristan-Vorspiel eingerichtet und es eigens zu spielen gelernt. Ab einem gewissen Reinheitsgrad der Intonation entstehen in den Klängen Vibrationen. Es brummt und wabert auf mehreren Ebenen und bekommt eine bei Wagner tragische Logik und Festigkeit.
Aber ich benutze ja das Wort natürliche Intonation wesentlich lieber, als dass ich von reiner Intonation spreche. Das ist das Wort, was auch Hermann von Helmholtz, der Physiker, verwendet hat. Und ich ziehe das eigentlich etwas vor, den Begriff reine Stimmung oder reine Intonation, weil kleine süße Ungenauigkeiten gehören immer dazu, auch wenn man sich eben bemüht, möglichst präzise zu intonieren. Es ist ja eine musikalische Aktivität und nicht etwa ein Computerprodukt. Und da gehört eben diese kleine Ungenauigkeit dazu, die sich dann als ein Geflecht von ganz ruhigen Schwebungen oftmals dem Ohr bemerkbar machen kann. Was für ein Material komponiert ein Komponist, für den diese Dinge im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen? Von Schweinitz setzt im Bereich der Mikrotonalität nicht fort, was Postserialisten wie Schelzi, Nono oder Isang Yun begonnen hatten, die die Expressivität der von jeglicher Harmonie- und Tonartenhierarchie befreiten gleichstufigen Chromatik durch kleine Tonhöhenverzerrungen verstärkt und mystifiziert hatten. Es hat auch nichts mit den witzigen, kitzelnden Effekten zu tun, die der junge Berliner Komponist Enno Poppe regelmäßig erzeugt, wenn er sehr hohe, fast gleiche Töne sehr laut aneinanderschlagen lässt und dabei ein Zwieseln und Brummen ins Ohr induziert. Jedes Intervall hat eigentlich eine periodische Signatur. Das ist schon sowas wie Timbre, aber mit dem Fokus auf die Form des inneren Rollens, also wie ein Zusammenklang rollt oder rattert oder ganz weich ist. Man kann an dieser Stelle beinahe schon sowas miterleben, was die Hinweis auf die Tatsache, dass die Töne wirklich aus Schwingungen bestehen. Also man hat das Gefühl, man kann eigentlich die Schwingungen selber hören. Präzisierte Stimmung, also natürliche Intonation von Harmonien, sage ich mal, also von genau bestimmten Intervallen, die hat eben wirklich diesen Klangwert an sich. Das ist eigentlich dann das Material, mit dem man als Komponist arbeiten kann, in diesem Bereich der mikrotonalen Töne. Und also ist es ein Glanz, der zustande kommen kann, zum Beispiel. Das hängt damit zusammen, dass eben die Teiltöne, die mitschwingen in den musikalischen Tönen, ein Beziehungsgeflecht geben, was in sich aufgeht. Also wo es eben Unisono gibt, also der wirkliche Einklang und perfekte Quinten, Terzen und so weiter. Also die bilden alle zusammen einen stimmigen Zusammenhang für das Ohr. Dass ich das jetzt machen kann, hat schon was damit zu tun, dass es diese Vorgeschichte von meistens atonaler Mikrotonalität im 20. Jahrhundert gegeben hat, wobei die nicht alle atonal ist. Das wäre jetzt eine komplizierte Frage, wie atonal oder tonal zum Beispiel die Vierteltonmusik von Wischnegradzki ist. Darüber könnte man eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben. Weil Tonalität schließt ja überhaupt nicht Dissonanz aus, nicht wahr? Ich kann jetzt die größten Dissonanzen in Webernstil zum Beispiel oder auch natürlich bei Schönberg waren ja, die er ja häufig verwendet, deshalb ganz zentral die kleine None und die große Septime, also die direkten Nachbarintervalle zur Oktave, nicht wahr? Und dann als nächstes kommt der Tritonus, der Nachbarintervall der Quinte. Ich kann jetzt viele, viele verstimmte Oktaven komponieren, wo die None noch viel kleiner gemacht wird oder die Septime, große Septime, noch viel größer, sodass sie näher an die Oktave ran ist, also dass die Dissonanz enorm noch steigern. Und trotzdem ist das tonal. Die Tonalität schließt überhaupt nicht aus,
dass ich jetzt Dissonanzen schreiben kann, die sind also zehnmal so dissonant wie die, wie der schlimmste Dissonanz, die die Webern oder Schönberg produzieren konnten, mit, weil sie ja nur 12 Töne haben. Da von Schweinitz nicht im überschaubaren tonalen Rahmen der Wiener Klassik bleibt, für den es zur damaligen Zeit Konventionen, Erfahrung und Gefühl für die harmonische Intonation gab, sondern viel feinere Abtönungen von Klängen komponiert, bedarf es einer adäquaten Schriftlichkeit. Zusammen mit dem kanadischen Geiger und Komponisten Marc Sabat, einem phänomenalen Virtuosen der Mikrotonalität, der in beiden Streichermusikbeispielen schon zu hören war, hat von Schweinitz die Extended Alice Helmholtz J.I. Pitch Notation, zu Deutsch etwa erweiterte Notationen der natürlichen Stimmungen nach Bernard Alice und Hermann von Helmholtz, entwickelt, ein System erweiterter Vorzeichen, mit denen die Einzeltöne anhand praktisch jeden denkbaren harmonischen Zusammenhangs zentgenau, also auf den Hundertstel Halbton genau bezeichnet werden kann. Es geht dabei aber nicht um Frequenz oder verhältnismäßige Abweichungen vom jeweiligen Halbton der gleichstufigen zwölfteiligen Tonleiter, also auch nicht um eine starre, wenn auch mikrotonale Skala, sondern um Intervalle, die das Gehör anhand bekannter Eigenschaften justieren kann. Marc Sabat und von Schweinitz nennen die Vorzeichen daher Logos für den Sound. Neben neuartigen Zeichen werden die bekannten Vorzeichen Kreuz, B und Auflösungszeichen verändert oder mit verschiedenen Pfeilzusätzen versehen. So bedeutet zum Beispiel ein Kreuz mit jeweils einfachem Balken bzw. ein linksherum geschriebenes B eine Erhöhung bzw. eine Erniedrigung des Tones um 53 Cent, also einem etwas größeren Viertelton, abgeleitet vom 11. Oberton. Die Basis der Notation ist genau die Notation, die Helmholtz damals verwendet hat, vor 150 Jahren, nämlich für die als Quinten und als Terzen definierten Töne. In meiner Musik kommen jetzt neue Intervalle dazu, die über das traditionelle ptolemäische Tonsystem hinausgehen, aus Quinten und Terzen. Da sind zunächst mal die Naturseptimen. Die haben halt auch schon natürlich eine Vorgeschichte, die sind nicht wirklich neu, insbesondere vielleicht in der Folklore, im Jodel zum Beispiel kommen die Naturseptimen vor. Gibt es auch andere Kulturen, die pygmäische Musik, dieser wunderbare Gesang aus Afrika. In der europäischen Musik haben einige Komponisten und Musiker haben damit experimentiert, mit der Naturseptime in der Barockzeit. Allen voran vielleicht Giuseppe Tartini, der ja Geiger war und sich sehr für diese Sounds interessiert hat, der die Differenztöne als erster beschrieben hat. Der hat sogar ein Zeichen entwickelt, ein Vorzeichen für die Notation dieses Septimalkommas, was 27 Cent sind, etwas mehr als ein Viertel temperierter Halbton groß. Die Naturseptimen haben sich dann eben nicht durchgesetzt, die sind nicht Mainstream geworden. Die haben hitzig darüber diskutiert im Barock, was das mit den Naturseptimen ist. Weil natürlich, man kann ja die Konsonanz der Naturseptime sofort hören. Und wir kennen die ja auch von den Blechbläsern, also zwei Hörner, die können das ja von ganz alleine spielen. Aber diese Kommaabweichung, eben diese Septimkommaabweichung, war natürlich intellektuell nicht ganz einfach in den Griff zu kriegen und irgendwie ist es einfach nicht Mainstream geworden. Gab es dann Argumente wie Rameau zum Beispiel, der gesagt hat, also bitteschön, die Septime im Dominant-Sept-Akkord, die soll ja eine Dissonanz sein. Das war eins der Argumente gegen die Integration der Naturseptime. Sie soll ja gar nicht konsonant sein. Nicht alle Mikrotonalität des 20. Jahrhunderts war expressionistisch atonal gemeint. Die drei bedeutendsten Komponisten, die von Schweinitz als Wegbereiter achtet, sind Harry Partsch, James Tenney und als wichtigsten wohl Lamonte Young. Lamonte Young hat ja wirklich die Intonation total in das Zentrum seiner kompositorischen Arbeit gestellt und auch das Interesse am Sound der gestimmten Klänge. Sein neues Paradigma, das nenne ich diesen Slogan, die Töne komponieren, heißt sie stimmen. Also man stimmt Töne und das ist die ideale Art, sie zusammenzustellen. Und jetzt hat ja der Lamonte in diesem Stil der indischen Musik auch seine eigene Musik eigentlich monotonal gehalten. Also es gibt eigentlich ein tonales Zentrum und das bleibt für ein ganzes Stück, egal ob das 10 Minuten dauert oder, was ja eher der Fall ist, eine Dreiviertelstunde bei ihm oder sogar 5 Stunden.
Und da ist jetzt genau der ganz große Unterschied zu meiner Arbeit. Ich möchte jetzt mit diesem selben Präzisionsgrad von Feinstimmung der Töne arbeiten in einem modulatorischen Stil. Mich interessiert also gerade im mikrotonalen Fokus jetzt die Modulation, weil die bedeutet, dass man ständig neue Töne kriegt, dass die Tonhöhen immer umgestimmt werden. So, bis dahin war alles gut. In Klänge hineinhorchen, das Hören zu de- oder rekonstruieren, die Wahrnehmung zu schärfen und extreme Herausforderungen ans Sitzfleisch zu stellen, wie es von Schweinitz in manchen langen Werken wie der Stimmübung im Lobgesang La Montaigne gleichtut, ist ein konventionelles, avantgardistisches Verhalten. Mit der Wiedereinführung von Modulation, einer nicht nur innerlichen Beweglichkeit des musikalischen Verlaufs, macht er einen entscheidenden Schritt, vor oder zurück, wie man es nimmt. Wer sich traut, Harmonie zu sagen, darf eben vor der Melodie nicht weglaufen. Auch nicht vor der mikrotonal organisierten Melodie. Schon 1972, im Alter von 19 Jahren, komponierte von Schweinitz Naturtöne für Flöte, Altflöte und Streicher. Wie man hören kann, entspricht schon diese Melodieführung weder der traditionellen Vorstellung noch dem seriellen Prinzip. Die Periode postmodernen Komponierens, die sich Mitte, Ende der 70er Jahre bis 1990 mit Werken wie die Mozart-Variationen, eine Messe und die apokalyptische Oper Patmos anschloss und mit der er bisher als Neoromantiker im geschichtlichen Bewusstsein der Gegenwartsmusik steckte, mündete in ein jahrelanges Nachdenken über das musikalische Material. Die neuen Werke seit etwa 1996 nehmen seine ursprüngliche Idee, den Urimpuls seines Komponierens, wieder auf. 2001 entstand dann, nach eher statischen Werken, der erste Satz der Kantate »Mein Augenstern bist du« auf einen Text von Friederike Mayröcker. Diese erste Version aber war nicht für Stimme, Sprecher und Ensemble, sondern für Klarinette und Ensemble. Das Ensemble war das Plain Sound Orchestra, eine auf mikrotonal organisierte Musik spezialisierte Gruppe von Musikern und Komponisten. Hier galt es, das neu bereitgelegte Material zum ersten Mal melodisch zu nutzen. Solostimme und Ensemble sollten mikrotonal harmonisch reingestimmt aufeinander in Bezug gesetzt werden, und das Ergebnis klang revolutionär. Koan, James Tenney, Plain Sound Music, Harry Partsch. Thank you.
dieser mikrotonale Tonvorrat, also der Vorrat von vielen, vielen, vielen Tönen, viel mehr als 12, also es sind ja mindestens mal 8 Dutzend, 9 Dutzend, über 100 Töne eigentlich, die man sehr schnell versammeln kann und die jetzt ja auch melodisch verbunden werden können. Ich sehe immer da die Hoffnung und große Chance, überhaupt jetzt die Melodik wieder möglich zu machen, kann man beinahe sagen. Also tatsächlich, das wissen wir ja aus der Musik der letzten 50 Jahre vielleicht im Wesentlichen, dass die Musik zunehmend ein Problem hatte. Die neue Musik hatte zunehmend ein melodisches Problem. Jede Melodie schien eigentlich altmodisch ausgeleiert und ein Klischee ihrer selbst. Jetzt plötzlich mit den Mikrotönen, mit den vielen, vielen neuen Tönen und vor allen Dingen mit den vielen, vielen, vielen Intervallen, gibt es eigentlich eine Chance, die Melodik wieder neu, also auch zu regenerieren, dass sie eigentlich wiedergeboren werden kann geradezu, eben in der Mikrotonalität. Aber was kann man mit Mikrointervallen ausdrücken, was vorher nicht ausgedrückt werden konnte? Also das glaube ich eigentlich weniger, so prinzipiell glaube ich nicht, dass das geht. Worum es mir geht, ist etwas auszudrücken, aber das auch bitteschön wirklich und nicht als Klischee, sondern dass etwas wirklich da ist. Und dazu allerdings ist es immer notwendig gewesen in der Musik, dass von Generation zu Generation jeder Künstler musste man drückt eher dasselbe neu aus, weil nur wenn es neu ausgedrückt ist, ist es ausgedrückt, sonst ist es gar kein wirklicher Ausdruck, sondern ein Klischee. Ich mache auch Experimente natürlich damit, also die depressiven Sound, melodischen Wirkungen und so weiter, das funktioniert wunderbar. Und aber auch die Helligkeit und Aufschwung, ne, Euphorie, für alles kann man jetzt neue Formen finden. Eine besondere Chance, die neue Tonalität einem größeren Publikum vorzustellen, war der Auftrag des Bayerischen Rundfunks an von Schweinitz, ein Orchesterwerk zu schreiben. Nach den positiven Erfahrungen mit der Klarinette entschied er sich für ein Klarinettenkonzert, allerdings lautete der Titel Plain Sound Symphonie. Das Orchester ist in 3 Ebenen aufgeteilt. Solist, ein Konzertino bestehend aus solistischen Streichern und Bläsern und das Orchester mit seinen Gruppen. Damit sind auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade gekennzeichnet. Also der Klarinettist, der François Bender, absolut wahnsinnig. Er hat auf seiner Bassettklarinette statt den traditionellen 48 Tönen, wenn man vom tiefen A bis zum hohen A, 4 Oktaven, nicht 4x12, 48 Tönen, stattdessen hat er ja 10-mal so viel, eigentlich mehr, um die 500 Töne zur Verfügung. Das heißt, für jeden Halbton im Durchschnitt, mal sind es mehr, mal sind es weniger, ungefähr noch 9 andere Töne, nicht wahr? Die zwischen den chromatischen Tönen wie des Klaviers liegen irgendwo. Und diese Töne haben wir mal alle registriert, kartiert sozusagen, ehe ich meine Komposition überhaupt angefangen habe. Und dann habe ich für dieses Repertoire an Tönen, die er spielen kann, eben dieses Stück geschrieben. Und das war dann nun die Idee, also einmal eine Melodik zu erfinden, die diese Töne zur Anwendung bringt, die er da im Repertoire hat und also mikrotonal, durch und durch mikrotonal organisiert ist. Und zweitens musste ich auch sehen, wie kann er die Feinstimmung dieser Töne denn realisieren? Also das heißt, einen harmonischen Kontext etablieren, sodass die Töne Sinn machen, nicht wahr? Sie dem Ohr auch plausibel erscheinen und wirklich zur Anwendung kommen können im richtigen Sinne. Und das zwingt natürlich mich dann auch das Orchester durch und durch mikrotonal spielen zu lassen. Das war auch die Bewährungsprobe für das Vorzeichensystem, dem nicht spezialisierte Musiker vorher nie begegnet waren. Und für die Proben mit dem ganzen Orchester gab es nur 5 Stunden Zeit, inklusive der Generalprobe. Jedoch war das Concertino, das Ensemble unter Nikolaus Richter de Froh, gut vorbereitet und das Orchester hatte keine so große Anzahl neuer Töne zu spielen. Und es stellte sich heraus, dass die neuen Vorzeichen sehr schnell mit den zu erzielenden Klängen identifiziert wurden, dass das Lesen also funktionierte. Für die Ohren der Hörer neuer Musik mag die Plain Sound Symphonie in einigen Aspekten schockierend und irritierend wirken, für die Hörer klassischer Musik allerdings auch. Denn sie klingt sehr, sehr spätromantisch, wenn auch wie von innen nach außen gekrempelt. Rhythmische Muster ebenso wie musikalische Effekte scheinen Bruckner und Schumann entnommen. Man erinnere sich dabei aber auch an Arnold Schönberg, der in seinen ersten 12-tönigen Kompositionen sein revolutionär neues Material formal in einem fast klassizistischen Stil erprobte. Dieser romantische Gestus hat auch was mit dem Orchester zu tun. Also ich wollte einfach
diese tollen Musiker von dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, ich wollte ihnen auch entgegenkommen und sie sozusagen abholen mit ihrer Spielerfahrung, auch als Respekt eigentlich vor ihren Fähigkeiten. Und wenn es um Intonation geht, dann das Orchester klingt einfach super gut, die können sauber spielen, wie wenige Orchester in Deutschland. Das aber findet statt in einem Kontext, nicht wahr? Das ist schon die klassisch-romantische Orchestermusik. Und diese Erfahrungen, die sie dort haben und eben anwenden können, die wollte ich nun versuchen, so gut ich das irgendwie als Komponist hinkriegen kann, zu applizieren kann, also fruchtbar werden lassen kann für das Klangergebnis meiner Plain Sound Symphonie. Ich verstehe schon, man kann jetzt so erleben, dass man hängen bleibt gewissermaßen mit der Aufmerksamkeit bei dem, was man da kennt, was so romantisch scheint. Es ist eigentlich ein langsamer Walzer, das ist, was es faktisch ist, ein langsamer Dreier. Das ist für mich ein bisschen ironisch, nicht wahr? Seht mal, was die alles für Klänge. Ich liefere diese ganzen Sound eigentlich, ich möchte sie ironisch liefern. Hört man an den vermeintlichen Romantizismen vorbei auf die erstaunlichen Klänge und Melodien, verblüffen einen die Vexierspiele, mit der die musikalische Logik den verführerischen Wohlklang mehrdimensional verhext. Die eigentliche Dramatik der Symphonie erwächst aus den nacheinander die Bühne betretenden mikrotonalen Elementen und Stimmungen, die neue Situationen erzwingen. So beginnt das Stück mit C-Dur, das die Runde über den Quintenzirkel macht und wieder bei C-Dur landet, aber um ein Terzkomma höher. Von Schweinitz geht an dieser Stelle nicht über die Harmonik von Skriabin hinaus, stimmt diese aber rein, stellt reine Terzen und Quinten nebeneinander und jagt sie ein syntonisches Komma rauf und wieder runter, immer durchwoben von den mikrotonalen melodischen Kapriolen der virtuosen Klarinette. Die dramatische Wendung geschieht in der Mitte der Durchführung beim Einsatz der Tuba. Die Tuba ist um einen Viertelton tiefer gestimmt, 53 Zent tiefer als der Rest des Orchesters, aber genau eben auch wieder diesen Viertelton als Konsonanz verstanden, in Verbindung mit einer Quarte etwa, Quarte plus Viertelton. Dieses Intervall ist jetzt für die Tuba die Referenz für die Stimmung, so dass die kommt erst nach 12 Minuten in dem Stück vor. In dem Moment, wo die Tuba auftritt, mitten im dritten Teil, wo man schon fast denkt, jetzt kommt die Reprise, nicht wahr, der romantischen Symphonie, was kommt, die Tuba kommt, aber sie ist ein Viertelton zu tief gestimmt für das ganze Orchester, also der Boden sackt weg. Und jetzt bleibt dem ganzen Orchester nichts anderes übrig, da ja die Tuba im Prinzip die Bassstimme ist, als sich irgendwie anzupassen. Und das ist sozusagen der große dramatische Moment. Und die Streicher, alle kriegen sie erstmal Angst und sagen, okay, entweder wir machen Pause oder wir spielen nur leere Saiten. Die können ja nicht falsch sein. So reagieren eigentlich die Streicher. Und da gibt es aber Gott sei Dank ein paar sehr mutige Holzbläser, die Bassetthörner zum Beispiel, das zweite Basshorn und auch das zweite Fagott und so, die trauen sich und fangen an, Vierteltöne zu spielen. Auch mit Griffen, ähnlich wie der François Bender. Sie brauchen jetzt nicht 400, sondern nur so ein knappes Dutzend verschiedene Griffe im Laufe dieser weiteren 10 Minuten des Stücks zu benutzen. Und die Solostreicher, die gehen auch sofort mit der Tuba mit und können diese Vierteltöne spielen und ganz allmählich lernen auch die übrigen Orchestermitglieder, sich wenigstens mal zu trauen, und am Ende hört das Stück tatsächlich ganz und gar vierteltönig auf. Wolfgang von Schweinitz, Plain Sound Symphonie, geschrieben 2003 bis 2005. Es spielen François Bender, Bassettklarinette, das X-Sample München und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dirigent ist Frank Ulü.